Hallo meine Lieben, da bin ich mal wieder mit der ungeschminkten Wahrheit mit einem neuen Video für euch. Wundert euch bitte nicht und erschreckt euch bitte auch nicht, dass ich heute so ungeschminkt bin. Es geht nämlich heute um eine Pflegeroutine. Und zwar habe ich ein paar für mich ganz neue Produkte ausprobiert und über einen langen Zeitraum von etwa 3 Monaten getestet und habe das für euch gevloggt. Und ja, wenn ihr sehen wollt, welche Produkte das sind, wie ich die anwende und was ich genau im Detail von denen finde, dann würde ich sagen, bleibt jetzt mal dran. Und dann wären wir jetzt schon bei meinem ersten Check-in. Und zwar habe ich jetzt mein Gesicht schon gereinigt und auch schon einen Toner aufgetragen. Das ist jetzt kein besonderer, deswegen zeige ich ihn euch nicht unbedingt. Und das erste Produkt, was ich aktuell noch verwende, ist ein Serum von Dr. Scheller, das Argan und Amaranth Antifalten Intensiv Serum. Straffend für anspruchsvolle Haut. Und dann verwende ich zurzeit eine Pflege aus der Drogerie. Und zwar ist das von Naturschön. Ich glaube, das ist auch eine Eigenmarke von DM. Und die sind einfach wirklich, ja, von werde Naturkosmetik, alles nur natürliche Produkte. Und dieses Naturschön ist eigentlich, ja, verwendet vor allen Dingen Olivenöl, was ich auch ganz interessant fand. Und es ist eine intensive Pflege, deswegen benutze ich die immer zum Abend und trage es mir vorsichtig aufs Gesicht auf. Dann massiere ich mir auch das so ein bisschen mit ins Gesicht ein. So, und da sind wir wieder. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte jetzt mit meiner neuen Routine am Morgen beginnen. Wundert euch nicht, wie ich aussehe. So sehe ich immer aus, wenn ich frisch aufgestanden bin. Augenringe und gleichzeitig auch verquollene Augen. Meine Haut ist auch immer so ein bisschen wie das Kopfkissen. Aber genau, was auf jeden Fall ihr eventuell feststellen könnt, ist, dass sich mein Gesicht ein klein wenig verbessert hat. Ich habe jetzt hier wieder so ein Hoshi, der mir wehtut und ich glaube, das wird auch wieder so eine kleine Familie. Hier hatte ich jetzt auch wieder was, es geht gerade wieder weg. Aber ansonsten finde ich, sieht mein Gesicht aktuell ganz okay aus. Ich habe halt hier noch so diese ganzen Überreste, ne, von dem, was noch war. Aber es ist zu erwarten, dass es auf jeden Fall wiederkommt. Kommt, denn they always come back. Und ich habe auf jeden Fall schon einmal gestartet mit einem Toner. Das ist kein neuer Toner, wie ihr sehen könnt. Den verwende ich schon eine Weile. Der ist von Jaya. Den habe ich bei Cosmetic for Less gekauft und den finde ich wirklich sehr, sehr schön. Der hat einen ganz dezenten, beerigen Duft. Und was ich echt richtig cool finde, ist, dass der eben in so einer Sprühflasche kommt, weil es dadurch einfach, ja, weil dadurch kein Produkt einfach verschütt geht. Für müde, erschlaffte und sensible Haut, also tired, dull and sensitive und early wrinkle correction. Genau, es ist auf jeden Fall auch mit Hyaluronsäure und es ist auch ein milder Toner. Also ich mag ihn wirklich sehr, sehr gern. Ich merke wirklich hinterher gar nichts, also keine Irritationen oder so. Und dann starten wir einmal mit dem Serum. Und zwar ist dieses Serum von Dr. O, das Hyaluronserum, dreifach Hyaluronkomplex. Ja, das ist auf jeden Fall hier so eine richtig schöne Glasflasche mit so einem Pipettenspender. Ich gebe mir hiervon mal so 5 Tröpfchen auf die Hand, auf die Finger. Dann verreibe ich es mir immer so ein bisschen und dann gebe ich es mir direkt ins Gesicht. Es riecht auf jeden Fall nach gar nichts. Sieht super schnell an. Kann natürlich auch ein Zeichen dafür sein, dass meine Haut einfach gerade sehr durstig ist. Als nächstes möchte ich mal das hier zusammen ausprobieren. Und zwar kann man sich bei Beauty Mates so ja, seine eigene Pflege quasi konfigurieren. Und ich habe mir hier jetzt die Hyaluron Lift Cream. Das ist eine intensive Pflege für trockene Haut. Finde ich einfach jetzt im Winter sehr, sehr schön. Und den AHA Glow Booster ausgesucht. Des Weiteren habe ich mir auch noch den Pickel Booster ausgesucht. Den werde ich aber ein anderes Mal verwenden, sollte das dann eben hier wieder kommen. Und ja, also was ihr vielleicht auch erkennen könnt, ist, dass die Produkte alle nochmal in zusätzlicher Folie eingepackt sind. Was ich ehrlich gesagt nicht unbedingt verstehe und auch nicht gut finde. Ich finde halt einfach, dass die Papierverpackung es ja auch macht. Also das ist vielleicht an Beauty Mates ein kleiner Tipp. Lasst einfach die die Plastikverpackung weg, die Folie. Ja, und dann starten wir einfach mal mit diesen beiden Produkten. Die riecht auch noch nichts. Cool. Also sie riecht schon ein bisschen nach irgendwas, aber halt nicht nach Parfüm. Und so sieht sie aus. Ich finde, so auf den ersten Blick macht sie den Anschein, dass sie zwar reichhaltig ist, aber nicht so dick. Was ich persönlich auch immer nicht so mag. Also wenn es so dick ist, mag ich es nicht so gern. Und hier ist der Glow Booster. Und hier ist auch noch eine kleine Beschreibung drin. Boosten Sie Ihre Creme. Nehmen Sie abends eine kleine Menge auf Ihre Hand und geben 1 bis 3 Tropfen des Boosters dazu. In der Hand mischen und anschließend unter großflächiger Aussparung der Augen- und Mundpartie auf das Gesicht auftragen. Also ich werde es nicht morgens verwenden. Verteilen Sie abends 1 bis 3, also für eine Intensivbehandlung kann man die Tropfen auch direkt mit einem Wattepad aufs Gesicht auftragen.
und man muss auf jeden Fall tagsüber einen Lichtschutzfaktor verwenden. Also ich werde den jetzt nicht auftragen, sondern ich nehme einfach die Creme pur. Es hat also eine intensive, aber nicht zu feste Konsistenz, was ich wirklich extrem mag. Sie geht extrem gut auf die Haut, wirklich. Lässt sich sehr gut verteilen, zieht auch trotzdem schnell ein. Also die Creme ist sehr, sehr schön. Sie fühlt sich auch sehr reichhaltig und pflegend an und ist aber trotzdem irgendwie gut eingezogen. Also ich habe das Gefühl, dass sie sowohl gut pflegt als auch, ja, also mich intensiv mit Feuchtigkeit versorgt, aber trotzdem gut eingezogen ist. Das wäre jetzt erstmal meine Routine für den Morgen. Ich würde sagen, im Normalfall wollte ich eigentlich abends meine Creme von DM weiterverwenden, aber vielleicht werde ich sie einfach morgens und abends verwenden und dann abends eben auch den Glow Booster mit reingeben, weil ich wirklich einfach sehr gespannt bin, was der macht, wie der performt und ja, wie der so ist. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns heute Abend oder an einem anderen Abend wieder. Guten Morgen, meine Lieben. Ich sehe wieder verschlafen aus, so sehe ich halt immer aus morgens. Und ich wollte euch mal meine Morgenroutine quasi vollständig zeigen. Und außerdem wollte ich heute mal mit euch zusammen diesen Anti-Pickel-Booster hier ausprobieren von Beauty Mates. Ihr könnt vielleicht ganz gut sehen, dass ich hier immer noch sehr viele Pickelmale habe von den Pickeln, die halt da waren. Hier habe ich auch einen kleinen neuen Freund bekommen. Ich habe hier auch noch ein paar Pickelmale. Also man sieht schon überall, wo ich diese Pickel halt hatte. Hier unten, die schwellen auch gerade wieder ab. Und ich wollte das jetzt mal ausprobieren, ob das gut funktioniert, dass auch diese Pickelmale davon weggehen. Denn das habe ich auf jeden Fall auch gesehen, dass das auch funktionieren soll. Und dafür soll man sich diesen Booster auftragen. Nehmen Sie eine kleine Menge der Creme auf Ihre Hand und geben 1 bis 3 Tropfen des Boosters dazu. In der Hand mischen und anschließend auf das Gesicht auftragen. So mache ich es mit diesem AHA-Booster. Das mache ich jetzt übrigens auch etwa einmal die Woche. Und ich habe es, also es ist jetzt 2 Wochen etwa her, seitdem ich es das erste Mal ausprobiert habe. Und ich habe es letzte Woche einmal mit 2 Tröpfchen probiert. Ich habe mir jetzt gedacht, ich werde jetzt einfach einmal die Woche das machen, um es einfach auch nicht allzu oft zu machen, meine Haut nicht zu überanspruchen. Und dann mische ich das eben immer abends in meine Creme hinein. Und ich habe letztes Mal, wie gesagt, 2 Tröpfchen benutzt. Man soll halt immer 1 bis 3 nehmen. Und nochmal zurück zu dem Anti-Pickel-Booster. Eine Intensivkur oder Intensivbehandlung, verteilen Sie 1 bis 3 Tropfen des Boosters unverdünnt auf dem Gesicht. Danach Ihre Creme auftragen. Sie können bei Bedarf das Produkt auch 14 Tage zur Kur einzeln anwenden. Und ich denke, ich werde es jetzt so machen. Ich werde es heute mal ausprobieren und vor allem auch gucken, wie meine Haut reagiert. Und dann werde ich es vielleicht übermorgen oder in 3 Tagen nochmal machen und dann einfach mal Stück für Stück. Ich werde euch auf jeden Fall dann auf dem Laufenden halten, wenn es dann eventuell hoffentlich schöner geworden ist. Und euch dann eben zeigen und sagen, wie oft ich es eben angewandt habe. Also auch das hier macht man eben so auf. Man dreht es auf und dann wird hier direkt durch den Deckel etwas eben in die Pipette geladen. Und dann drückt man einfach hier oben drauf und dann kommen eben hier die Tröpfchen raus. Ich gebe mir jetzt mal 2 Tropfen drauf und dann verteile ich es mir einfach mal hier über meine Pickelmale. Und also dieser Booster ist auf jeden Fall auch sehr, sehr flüssig. Das heißt, man kann ihn auch wirklich gut verteilen. Und als nächstes trage ich mir mal meinen Toner auf. Das hätte ich natürlich jetzt eigentlich vorher machen können oder sollen. Das Schöne ist, dadurch, dass er einen Sprühkopf hat, ist es einfach extrem sparsam. Ich benutze ihn jetzt bestimmt schon seit 2 oder 3 Monaten. Und ihr seht, ich habe jetzt vielleicht etwa 1/4 aufgebraucht. Jetzt benutze ich mein Dr. O Serum. Ich habe mir jetzt angewöhnt, immer so 6 Tröpfchen zu nehmen. Und ich merke auf jeden Fall bei dem Hyaluronserum, dass meine Haut das wirklich braucht, denn sie saugt es extrem schnell auf. Bisher bin ich übrigens ganz begeistert davon. Ich finde, dass es eben meine Haut einfach sehr schön macht. Ich benutze es jetzt halt erst seit 2 Wochen. Ich glaube, man muss es einfach auch alles zusammen ein bisschen länger benutzen. Deswegen will ich noch nicht allzu viel oder kann ich auch noch nicht allzu viel über den wirklichen Effekt sagen. Die Creme benutze ich jetzt auch seit 2 Wochen und die ist auf jeden Fall auch recht ergiebig. Ich benutze immer etwa so viel für mein ganzes Gesicht. Und was ich an der Creme ganz schön finde, ist, dass sie reichhaltig ist, aber trotzdem schnell in die Haut einzieht, aber trotzdem auch noch so einen Schutzfilm hinterlässt. Und als letztes benutze ich, und das benutze ich übrigens morgens und abends, auch eine Augencreme. Die Augencreme habe ich in meinem Kühlschrank liegen, einfach weil meine Augen, wie ihr sehen könnt, ja morgens auch immer so super geschwollen sind. Und das ist hier auch eine Anti-Müdigkeitshautcreme, die ist von Balea. Und dann verteile ich mir das einfach hier unten an den Augen. Ja, und das wäre auf jeden Fall meine Morgenroutine. Wie gesagt, ich werde euch mal auf dem Laufenden halten, wie das hier mit dem Anti-Pickel-Booster funktioniert hat. Wir sehen uns beim nächsten Check-in wieder. Mal schauen, wann ich den mache. Und dann, ja, bis dahin. Einen schönen Tag.
Hallo und guten Morgen. Ich melde mich jetzt, es ist etwa noch mal eine Woche später und ich wollte euch eine kleine Review geben zu dem Anti-Pickel-Booster und ich habe zwei neue Produkte von Beauty Mates bestellt, die ich auch gerne mit euch zusammen ausprobieren möchte. Vielleicht zunächst erstmal zu dem So, und an dieser Stelle ist das andere Video leider abgebrochen, weil irgendwas mit dem Übertragen nicht funktioniert hat. Mega, mega schade. Und ich wollte das Video schneiden und habe festgestellt, es funktioniert alles nicht. Aber wir machen trotzdem mal einen kleinen Abbruch. Und zwar wollte ich euch zum einen mal erzählen, wie der Anti-Pickel-Booster performt. Ihr könnt vielleicht auch sehen, dass ich ihn fast aufgebraucht habe. Und ich muss wirklich sagen, schaut euch einfach meine Haut an. Ihr werdet euch von dem Ergebnis selber überzeugen können. Meine Haut ist astrein. Also, ich habe ja hier unten immer Pickel gehabt. Ich habe jetzt auch hier einen kleinen bekommen und da unten. Aber mit diesem Anti-Pickel-Booster, wenn ich den direkt drauf mache, wenn eben der Pickel kommt, dann kommt er auch manchmal gar nicht erst raus. Und was ihr vielleicht auch sehen könnt, ist, dass diese ganzen Pickelmale, die ich immer hatte, dass die echt gut weg sind. Also hier habe ich noch ein paar, da waren auch einfach die Pickel noch zum Ende. Hier unten habe ich auch noch ein, zwei. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin so zufrieden. Dann zum AHA Glow Booster. Da muss ich ehrlich sagen, merke ich aktuell noch nicht ganz so viel, auch wenn ich ihn zweimal die Woche etwa verwende. Ich werde ihn auf jeden Fall weiterverwenden. Dann hatte ich ja auch noch einige Produkte neu bestellt. Aktuell in Verbindung ab und zu mal habe ich dann den Selbstbräuner und den können wir jetzt auch gerne mal zusammen anwenden. Und dann habe ich ja immer hier diese intensive Creme verwendet. Die verwende ich jetzt weiterhin abends, weil ich abends gern einfach eine intensive Pflege habe. Und morgens verwende ich jetzt gerne, die hatte ich relativ neu damals bestellt. Das ist hier für normale Haut und das benutze ich immer tagsüber. Von den Konsistenzen her ist hier die intensive Creme wirklich auch, man merkt es auch ein bisschen reichhaltiger als die für die normale Haut. Man merkt wirklich, dass sie einfach ein Schutzschild über die Haut legt, sodass die anderen Produkte auch wirklich gut einwirken können über die Zeit und einfach auch nicht entfleuchen. Und bei dem Serum, es ist jetzt wirklich fast leer und ich habe mir auch gerade ein neues bestellt. Ich verbrauche es jetzt einfach nur noch und dann werde ich das neue auch anfangen. Ich bin wirklich auch davon sehr begeistert. Ich benutze aktuell nur noch 4 bis 5 Tropfen, weil es einfach für mein Gesicht wirklich auch ausreicht. Ich habe mir auch von Beauty Mates auch noch ein paar mehr Booster bestellt. Die sollen jetzt aber erstmal nicht Bestandteil sein. Aber ich dachte mir, wir können jetzt mal zusammen den Selbstbräuner austesten. Und bei dem Selbstbräuner ist es so, ich habe ihn jetzt natürlich auch schon ein, zwei Mal verwendet, dass man ihn mit seiner Creme mischen soll. Die anderen Booster kann man sich ja auch direkt auf die Haut geben, aber den Selbstbräuner Booster, sondern auf jeden Fall in seine Creme geben und auch hier gibt man so 1 bis 3 Tropfen eben in seine Creme und dann gebe ich hier eben so 1, 2 Tropfen drauf. Das waren jetzt glaube ich 3, aber das macht jetzt nicht allzu viel. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir uns in ein paar Stunden wiedersehen, damit ihr auch den Vorher-Nachher-Vergleich habt und genau, bis dahin sage ich erstmal bis gleich. So, da sind wir wieder. Es sind jetzt etwa 3 Stunden rum, seitdem ich den Selbstbräuner verwendet habe. So sieht es auf jeden Fall aktuell aus. Und ich habe etwa nach einer Stunde, als dann alles schon so ein bisschen eingesaugt war, habe ich dann auch nochmal 2 Tropfen mit ein bisschen Creme eben auf meinen Hals gegeben. Und ich denke, dass man sich von dem Ergebnis auf jeden Fall ganz gut überzeugen kann. Ihr könnt mir jetzt gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr auch manchmal Selbstbräuner verwendet. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es jetzt damit das erste Mal verwendet und ich war wirklich auch mega aufgeregt. Und genau, ich leite euch jetzt nochmal über zu dem Abschluss, den ich eigentlich gemacht hatte und dann sehen wir uns gleich nochmal. Hallo meine Lieben, da bin ich mal wieder und es ist jetzt nicht der nächste Tag. Nein, wir haben es jetzt schon April. Ich habe es tatsächlich einfach nicht geschafft, mich nochmal zu melden oder einfach ein Update geben, wie sich im Moment mein Gesicht, meine Haut so ein bisschen verändert. Tatsächlich ist es so, ich verwende das alles ja jetzt etwa seit 2 bis 3 Monaten, die neuen Produkte. Und ich muss wirklich sagen, ich finde es echt gut. Fangen wir doch einfach mal mit dem Serum an. Das ist das von Dr. O, das Hyaluron Dreifach Hyaluronkomplex Serum. Verwende ich aktuell jeden Morgen und jeden Abend und ich finde schon, dass mein Hautbild einfach irgendwie klarer ist. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Also ich finde jetzt nicht, dass ich irgendwie viel glowiger bin oder irgendwie meine Haut praller aussieht oder so. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass meine Haut ein bisschen, ja, einfach ebenmäßiger und ausgeglichener irgendwie aussieht, irgendwie gesünder. Und das kann ich auf jeden Fall sagen. Deswegen kann ich auf jeden Fall auch das Feedback geben. Ich werde es mir auf jeden Fall auch nochmal bestellen. Ich habe jetzt Anfang April noch ein bisschen was drin. Das wird mir bestimmt auch nochmal für einen Monat, schätze ich mal, reichen. Also es ist wirklich sehr ergiebig. Ich verwende 5 Tropfen pro Anwendung und verteile mir das dann eben aufs Gesicht, auf den Hals und aufs Dekolleté. Und bin wirklich sehr zufrieden mit diesem Produkt.
Dann machen wir mal weiter mit dem AHA Glow Booster. Gebe es einfach tatsächlich in meine Creme rein und dann verteile ich es mir aufs Gesicht. Oder was ich auch ganz manchmal mache, ganz selten, ist, dass ich mir 3 Tröpfchen einfach auf die Fingerspitzen gebe und mir dann eben so ins Gesicht einarbeite. Aber ich habe einfach den Eindruck, dass ich das, wenn ich das in die Creme einarbeite, viel gleichmäßiger auch auftragen kann. Ich glaube, ich muss es noch ein bisschen weiter verwenden, um wirklich auch einen richtig coolen Effekt zu sehen. Aber ich glaube auch, dass dieses Bild, dieses Hautbild einfach insgesamt durch die komplette Änderung meiner Pflegeroutine kam. Und der Anti-Pickel-Booster, bei dem bin ich auf jeden Fall am meisten überzeugt. Auf der Seite meines Gesichts, ihr seht, ich bekomme immer noch Pickel. Aber, also Pickel sind ja auch normal. Ich meine, ich bin ein Mädchen, ich habe Hormonschwankungen und meine Hormone machen einfach, dass ich in einer bestimmten Zeit des Monats einfach auch Pickel bekomme. Und was jetzt aber eben einfach besser geworden ist, dass es eben nicht mehr so diese Familien, wie ich immer sage, werden, die dann eben auch gar nicht weggehen, sondern dass ich einfach wirklich so 1, 2 Stellen habe und dann gebe ich eben sofort diesen Booster hier drauf und dann geht es eben auch weg. Und ich mache es halt so, dass immer, wenn ich einen Pickel bekomme, wenn ich merke, dass das eben dann so ein bisschen einfach ja am Kommen ist, dann gebe ich mir direkt den Booster drauf. Und das unterdrückt es auch, dass es so ein riesen fettiger Fetter wird. Und das macht eben auch, dass diese Male weggehen. Und dann haben wir last but not least hier diese beiden Cremes. Und ich hatte ja zuerst diese Intensivhyaluron-Creme. Die habe ich mir halt für den Winter gekauft, weil man ja im Winter auch einfach mit der Heizungsluft und so weiter sehr trockene Luft überall hat und ich wollte einfach meiner Haut wirklich gut Feuchtigkeit geben. Und später habe ich mir dann noch diese gekauft. Das ist die normale für normale Haut und die verwende ich jetzt aktuell morgens und die abends, weil ich abends ganz gern einfach auch eine reichhaltigere Pflege verwende. Und ich muss wirklich auch sagen, dass ich diese beiden Cremes sehr, sehr gerne mag. Alle Produkte sind vollkommen parfümfrei. Ihr braucht euch keine Gedanken machen bei den Inhaltsstoffen. Hier sind nur gute Inhaltsstoffe drin. Und auch wirklich einfach nur das, was eben reingehört. Und was ich sehr an diesen Cremes mag, ist, dass man merkt, dass sie einen pflegen mit Feuchtigkeit und auch einen schönen Film über die Haut legen. Also das muss ich wirklich auch sagen bei beiden. Wenn ich mich dann zum Beispiel morgens wasche oder auch abends, dann merke ich auch, dass einfach dieser Schutzfilm sozusagen abgenommen wird durchs Waschen. Und das mag ich bei beiden total gern. Und dass sie aber trotzdem nicht zu reichhaltig, zu fettig sind. Weil gerade wenn ihr zum Beispiel auch ölige Haut habt oder auch Mischhaut, ich habe zum Beispiel hier auf der Stirn und hier auch so ein bisschen eher ein bisschen fettigere Haut, nicht allzu stark. Aber ich muss wirklich sagen, dass diese Produkte nicht zu krass nachfetten. Und was ich eben auch finde, ist, dass ich einen sehr, sehr schönen Glow im Gesicht habe. Und ich glaube auch, dass es einfach auch alle Produkte zusammen sind. Also die Cremes, die Booster und das Serum. Und deswegen ist mein Fazit auf jeden Fall, dass ich alle Produkte von Herzen empfehlen kann. Probiert sie einfach mal gerne aus. Ich habe keine Affiliate-Links dafür. Also ich bekomme nichts, wenn ihr was davon kauft. Ich habe auch keine Sonderrabattaktion, wo ich irgendwie was von abbekomme, wenn ihr was kauft. Aber ihr könnt mich gerne jederzeit ansprechen. Dann suche ich euch andere Gutscheincodes raus. Es ist so, dass ihr diese Cremes immer mit einem Booster zum Beispiel kombinieren könnt. Und dann spart ihr auch noch ein bisschen was. Und von anderen Influencern, die mir auch am Herzen liegen, gibt es auch Codes, die ich euch sehr gerne zur Verfügung stelle. Dann könnt ihr die wieder unterstützen und schreibt mich dazu, wie gesagt, einfach zum Beispiel bei Instagram einmal an. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben oder so. Also ja, das steht euch auf jeden Fall frei. Und ich hoffe sehr, dass euch dieser relativ lange Vlog, und zwar einmal lang jetzt auch von der Zeit des Vlogs und natürlich auch einfach auch über eine sehr lange Zeit, ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Ich finde, wie gesagt, einfach, dass die Referenz dann einfach noch viel hochwertiger ist und viel qualifizierter, weil ich das einfach über so einen langen Zeitraum verwendet habe und auch wirklich sagen kann, das hält auch über einen langen Zeitraum und ist zum Beispiel auch nicht nur so eine punktuelle Wirkung. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat und wenn euch das was bringt, dann lasst es mich doch sehr gerne über einen Daumen nach oben wissen und schreibt mir doch auch super gerne mal unten in die Kommentare, welche Produkte euch jetzt vielleicht auch besonders gereizt haben, welche Produkte ihr vielleicht auch sogar schon verwendet und wie ihr sie findet. Und wenn du meinen Kanal gerade erst kennenlernst und dir mein Content gefällt, dann würde ich mich super doll über ein Abo von dir freuen. Und wenn du anschließend das kleine Glöckchen da unten aktivierst, dann bekommst du jedes Mal eine Nachricht, wenn ein neues Video von mir online geht. Und das alles ist für dich übrigens auch völlig kostenlos, also greif einfach zu. Ja, und ansonsten bedanke ich mich wie immer, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt und freue mich auf jeden Fall aufs nächste Video mit euch zusammen. Und bis dahin sage ich erstmal bis bald. Bye, bye.